So, fangen wir an. So, bin ich gut? Bin ich fit? Habe ich Licht? Dann haben wir noch ein bisschen Backlight hier. On lila. Passend zu meinem Shirt. Ah, das sieht doch krass aus. Ein bisschen dunkler. Ja. Oder so. Das ist auch nicht schlecht. The Blue Man Group. Nee, das ist Mist. Ich will ein bisschen lila haben. Ja, lila ist gut. So. Hallo, meine Radfreaks! Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfinger Andreas Kraus. Sag mal, kennt ihr die Präzisionsdüngung? Die Präzisionsdüngung? Kannte ich auch nicht. Habe ich aber drüber gelesen. Hammer interessantes Thema. Darüber will ich heute mal ein bisschen reden, über Präzisionsdüngung. Und ich will euch auch ganz kurz, das Ergebnis, oh, mir juckt immer die Nase. Egal, das Ergebnis meiner Bodenanalyse zeigen. Ich habe ja im letzten Video erzählt, dass, ich eine Körnungslinie habe machen lassen. Das ist die Körnungslinie. Ich blende auch die Körnungslinie jetzt gleich nochmal ein. Ja, und erst habe ich gesagt, nein, die ist hier, unterschreitet sie den Sollbereich. Da hat meine Frau ist runtergeschmissen, egal. Also, ich habe mir jetzt gedacht, oh, ich bin ein bisschen so zu steil, zu sehr am unteren Bereich. Und was man aber deutlich sieht, ich habe ganz wenig Ton und Schluff auf meiner Westrasenfläche. Da, wo ich die Infiltrationsmessung habe machen lassen, habe ich beinahe gesagt, selber gemacht habe, mit 200 Litern pro Stunde auf dieser Westfläche, auf dieser schlechten Fläche mit dem ganz vielen Dollarspots, habe ich ja meine Wasserdurchlässigkeit gemessen, Infiltration, Wasserdurchlässigkeit, 200 Liter pro Stunde, ein extrem hoher Wert. Man sagt so, wenn so ein Sportplatzrasen so bei 60 Liter pro Stunde liegt oder da drüber, super. 80 ist schon toll. 100 ist mega. Allerdings, die USGA, also die amerikanische Norm für Golfplatzrasenflächen, schreibt tatsächlich für Golfplatzgrüns nach USGA-Aufbau. Also reine Sandgrüns, dafür schreibt die USGA eine Infiltrationsrate von größer als 150 Liter pro Stunde vor. Und ja, ich hatte 200 und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn los hier? Wieso 200 Liter pro Stunde? Und deswegen habe ich eben das Labor angeschrieben, habe dort eine Bodenprobe hingeschickt und habe jetzt eben das Ergebnis zurückbekommen. Und siehe da, ich habe praktisch keinen Ton und Schluff in meiner Rasenfläche. Also die Wasserdurchlässigkeit passt sehr gut zu dieser Körnungslinie. Und wenn man, und das blende ich jetzt hier mal irgendwo ein, und wenn man jetzt diese Körnungslinie, meine gemessene Körnungslinie, mit dem Sollbereich der DIN 18035-4 für Golfplatzgrüns vergleicht, und das ist hier dieser grüne Bereich, den ihr jetzt hier seht, dann liege ich genau drin. Das heißt, ich habe so viel Sand in meinen Rasen hier reingebracht auf der Westfläche, dass ich quasi ein Sandgrün, also den Zustand wie auf einem Sandgrün hier auf Golfplätzen erzeugt habe. Und jetzt wird dann doch so einiges klar. Einmal werde ich tatsächlich meine Nährstoffe wegspülen, wenn ich viel wässere oder wenn es viel regnet, ne, siehe Compo Fertile Speed mit 4 Gramm N, praktisch keine Wirkung. Und ich habe auch früher immer schon mich gewundert, warum denn Dünger nicht so gut wirken. Ja, weil die Nährstoffe im Boden nicht wirklich gut festgehalten werden können. Und jetzt fragt ihr ja, warum machst du denn überhaupt so sandige Böden? Das frage ich mich auch. Also es ist schon ein Stück weit extrem. Es hat natürlich Vorteile, so ein sandiger Boden, gerade für ganz kurz geschnittene Rasenflächen. Aber da reden wir von 5 mm, 4 mm, 3,5 mm Schnitthöhe. Da sind dann solche Sandböden genau richtig. Also ich könnte quasi meine ganze Welt, also
Entschuldigt. Also ich könnte quasi meine ganze Westfläche, also auf Golfplatz grün Schnitthöhe heruntermähen. Zumindest vom Bodenaufbau würde das super passen. Ja, okay, das hat also Konsequenzen. Zum Beispiel, dass ich anders düngen muss. Das will ich nicht in diesem heutigen Video hier episch diskutieren. Heute will ich tatsächlich über das Thema Präzisionsdüngung mal reden. Und das empfiehlt die STIRF. Die STIRF ist eine Stiftung, eine skandinavische Rasenforschungsstiftung, also ein unabhängiges Institut, wenn man so will, das sich seit Jahren schon intensiv mit Golfplatz, vor allem mit Golfplatzrasenpflege beschäftigt. Die haben sehr, sehr viele interessante Papers, also sehr viele interessante Berichte und Dokumente herausgebracht. Kann man alles auf der Homepage der STIRF nachlesen, in Englisch, weil es eigentlich Skandinavien ist. Also nordische Länder, Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland jetzt vielleicht auch. Also diese Länder sind da alle mit drin. Es geht natürlich um die ganz besonders nördlich gelegenen Sportplätze, Golfplätze. Aber auch die Dänen sind da mit drin, die natürlich jetzt eigentlich unser normales hier, was weiß ich, norddeutsches Klima haben. Und von daher passt das schon auch gut hier zu unseren Verhältnissen. Und die STIRF ist da sehr, sehr wissenschaftlich unterwegs. Die haben sehr, sehr viele Forschungsprojekte gestartet und auch abgeschlossen. Und zum Thema Präzisionsdüngung unter dem Gesichtspunkt Nachhaltigkeit, unter dem Gesichtspunkt, dass wir eben vor allen Dingen nicht zu viel Geld ausgeben sollten für das Düngen von Rasenflächen, haben wir halt eben dieses Paper, diesen Bericht geschrieben. Und der heißt auf Englisch Precision Fertilization. Ich hoffe, ich spreche es jetzt halbwegs nicht richtig aus. Also Präzisionsdüngung, ein Paper in Englisch. Und da drin stehen tatsächlich sehr stark abweichende Empfehlungen, wie man sein Rasengrün, seine Rasenfläche düngen sollte. Und dazu gibt es auch ein Video. Und dieses Video, das... Jetzt ist das halt... Jetzt muss ich mal ganz kurz unterbrechen, gucken, ob das die Aufnahme stimmt, wenn ich jetzt hier mit dem Video anfange. Auf jeden Fall, das Video ist so eine Art, Webinar, so nennen die das. Also ein Lernvideo, das eben diesen Ansatz der Präzisionsdüngung erklärt. Und ich will jetzt nicht das ganze Video vorspielen, aber ich will so ein paar, also den Anfang, die ersten, was weiß ich, 3 Minuten oder so, werde ich mal laufen lassen jetzt gleich. Und in diesem Video werden so ein paar echt für mich beeindruckende Sätze von den skandinavischen Kollegen herausgehauen. Das würde ich euch gerne weitergeben. Also das seht ihr jetzt gleich. Und dann werde ich als letztes, wird dort echt, glaube ich, ein episch langes Video, dann werde ich als letztes nochmal über meinen Düngerplan etwas sagen. Ich habe ja so einen Jahresplaner, könnt ihr kaufen auf unserer Homepage, unserem Shop. Den gibt es schon sehr lange, den update ich immer mal. Den habe ich jetzt nochmal abgedatet. Also es gibt nochmal eine neue Version. Für alle, die das Ding gekauft haben, kostenlos. Falls ihr nicht mehr den Link habt, schreibt uns an per E-Mail. Also kriegt ihr alle kostenlos, die ihr das Ding schon mal gekauft habt. Wenn einer das Ding neu haben will, muss er bald ein paar Euro dafür ausgeben. Eine Excel-Tabelle gibt es auch nur als Excel-Tabelle. Und damit kann man halt seine Jahresdüngung planen. Und ich habe in diesen Jahresplaner jetzt auch die Empfehlung der STIRF mit aufgenommen. Und ich habe da noch ein paar andere Dinge verändert. Ich habe auch das Thema Flüssigdüngung jetzt mit aufgenommen. Werde ich auch noch ganz kurz erklären. Das machen wir im zweiten Teil. Im ersten Teil das Video und im zweiten Teil dann der Düngerplan, der aktualisierte Düngerplan. Und ja, viel Spaß auf jeden Fall. Ganz kurze Pause, Intro und dann steigen wir mal so richtig ein. Genau so sieht es richtig aus. Okay, so, gut, danke. Okay, meine Frau hat nochmal auf die Kamera geguckt. Ja, also da ist so ein Präsentationsmodus.
den ich tatsächlich ausschalten muss, um so ein Hammerbild hier zu haben. Okay, dann ist das so. Also, wir gucken uns jetzt das Video an. Ich verlinke das auch hier unten in der Beschreibung. Hören wir mal rein. Hi and welcome to this STRF webinar about sustainable fertilization strategy. Achso, was ich noch sagen wollte, es ist jetzt auf Englisch, es gibt leider auch keine deutschen Untertitel. Ich werde das jetzt so ein bisschen übersetzen. Der Anfang ist nicht ganz so wichtig. I would like to remind all of us that supply is limited and costs are increasing on natural resources used by the Gulf industry. Also, sie sagt, die Maria sagt, die Nährstoffverfügbarkeit ist begrenzt, beschränkt, ist endlich und die Kosten für das Düngen von Rasenflächen, gerade für die Golfindustrie, das Düngen von Rasenflächen, die Kosten steigen und steigen und steigen. Dünger ist ja in den letzten Jahren extrem teuer geworden, ihr habt es vielleicht auch gemerkt. Ja, so ein Sack Dünger, so 20 Kilo Sack Dünger kostet heute schon fast 80 Euro, das ist der Wahnsinn. Und deswegen die Antwort in diesem Video. New knowledge and research results can help the golf sector to a more efficient use and to reduce consumption of important natural resources. Also neueste Forschungsergebnisse und Untersuchungen haben also ergeben, dass man die Nährstoffversorgung richtig herunterbringen kann, wenn man so macht, wie STRF das empfiehlt. For example, water, energy, materials and fertilizers. So, das ist echt ein cooler Dünger hier, Düngerwagen, cooler Streuwagen. Research results and new knowledge easy accessible to you. So I hope that this STRF webinar will inspire you to create sustainable fertilization strategies. Genau, sie sagt also, sie möchte uns jetzt hier mit diesem Webinar, mit diesem Video motivieren, auf die nachhaltige Düngung, auf die nachhaltige Präzisionsdüngung zu wechseln. It's very important to achieve good playing quality, to save money for the golf club and to protect the environment. Also, ne? Natürlich wollen wir eine gute Rasenfläche haben, wir wollen Geld sparen und wir wollen die Natur schonen. Das finde ich sind schon gute Ansätze. To support you, we have chosen top scientists and experienced and independent consultants to give you practical advice and recommendations on how to create a sustainable fertilization strategy. Also sie sagt, sie haben also unabhängige Fachleute, Experten engagiert, Consulte engagiert, die sie beauftragt haben, um unabhängig, von wem unabhängig? Natürlich von der Düngerindustrie, unabhängige Ergebnisse zu erzielen, Untersuchungen zu starten, um eben die Düngung von gerade Golfplatzrasenflächen zu optimieren. Golf Club. Good greenkeeping is about doing and adding the necessary. Gutes Greenkeeping, sagt Stefan Nilsson. Gutes Greenkeeping heißt, das Notwendige zu tun. This is especially true when it comes to plant nutrition. What we have known for many years got confirmed in the handbook Precision Fertilization. Genau, das ist jetzt dieses Handbuch, was sie seit Jahren schon untersuchen, also schon ein bisschen älter, ist jetzt ein Update. Die erste Version gab es 2011 und das ist jetzt die überarbeitete Version 2021 zu eben genau dieser Präzisionsdüngung in Deutsch. Precision Fertilization. In 2011. We now have an updated version with new knowledge available. The handbook contains everything you need to know about fertilization. In diesem Handbuch, sagt er, steht alles drin, was du, was ich über Düngung wissen muss. Und noch mehr. Fertilization does not have to cost a lot of money. Rasendüngung muss nicht viel kosten. Erste Aussage. And the nutrient content in the soil does not need to be analyzed. Zweiter Satz. Und die Nährstoffverteilung im Boden, also die Menge an Nährstoffen im Boden muss nicht untersucht werden. Both facts make work and planning easier for a greenkeeper.
Also beide Faktoren machen das Leben eines Greenkeepers leichter. Lower costs are appreciated by the members as well. Klar, Kostenreduzierung mag natürlich immer der Golfclub, ne, der Vorstand oder der Betreiber des Golfclubs, wenn was weniger kostet, wenn weniger Geld ausgegeben wird, ist das natürlich immer gut. That's the board. And knowledge-based decisions make it easier for the greenkeeper to feel confident in her or his decisions. Gut, und dann sagt er jetzt, und wissensbasierte Informationen, wissensbasierte Aussagen helfen es dem Greenkeeper, sich sicherer zu sein, das Richtige zu tun. Ich übersetze das mit meinen Worten relativ frei. Ihr könnt euch das Video nochmal genau angucken und nochmal selber schauen, was er sagt. Aber so, das meint er. You easily lose balance if you irrigate and fertilize a lot. Wir können sehr leicht das Gleichgewicht, die Balance, das Gleichgewicht verlieren, wenn wir viel düngen und viel bewässern. Too much nutrients and water result in a weak and short root system with weak grass and poorer playing surface. Also, wir verlieren das Gleichgewicht auf unserer Rasenfläche, wenn wir zu viel wässern und zu viele Nährstoffe verwenden. Das sorgt dafür, dass wir ein schwaches Wurzelsystem haben und schwache Gräser und eine schlechte Spieloberfläche. We simply must work with the cause of the problem instead of trying to treat the symptoms. Genau, wir müssen an den Ursachen arbeiten, anstatt die Symptome zu bekämpfen. Das ist immer das Gleiche, ne? Also natürlich, man eine Krankheit vermeiden und nicht die Krankheitssymptome versuchen abzumildern und zu bekämpfen. Also das ist eigentlich logisch, also immer erst auf die Ursachen schauen. There are no shortcuts to good playing surface. I know that it's possible to achieve good playing surface in different ways. The question everyone needs to ask themselves. Also er sagt, ne, also es gibt verschiedene Wege zum Ziel zu kommen. Also um eine schöne Rasenfläche zu kriegen, aber what does the grass need to grow? Was? Also wie viel und welche Nährstoffe braucht der Rasen, um zu wachsen? When does it work best in nature? Und wann funktioniert genau dieses am besten? What condition prevail at that time? Und welche Umweltbedingungen existieren zu diesem Zeitpunkt? Our industry has an incredible large range of plant nutrition. Unsere Industrie hat eine riesige Bandbreite von Düngern. And it comes in all possible mixtures and price levels. Ne, in allen möglichen Varianten und zu wirklich jeglichem Preis. Also a wide range of additives available, such as vitamins, microorganisms, biostimulants, amino acids. Es gibt natürlich noch ganz viele Zusatzprodukte. Er sagt, redet hier von Vitaminen, Biostimulantien, Acids. Aber was waren das? Das sind Säuren, genau. Also, so nennt er das jetzt. Also, er meint natürlich diese ganzen Wundermittel, die man auch so kaufen kann. Und jetzt? This is most often not necessary. Das ist in den meisten Fällen nicht notwendig, sagt Stefan Nilsson. The solution can be found in the handbook Precision Fertilization. If you're still unsure, contact an agronomist at your golf federation. We are happy to help you. Also er sagt, ne, die Antworten findest du in diesem Handbuch. Und wenn ihr Probleme habt, fragt uns. It does not make sense to let a salesperson from a profit-driven company to set up fertilizer and maintenance strategy for your golf course. Also fragt uns, sagt er, denn es macht keinen Sinn, einen profitorientierten Vertreter einer Firma, eines Düngerherstellers, eines Händlers, die Kontrolle über unseren Düngerplan und unseren Pflegeplan zu überlassen. Ich bin ja jetzt richtig fies hier, ich weiß, aber ne, die Hersteller, die Firmen wollen vor allen Dingen Produkte verkaufen. Das ist ja auch ihr gutes Recht.
Aber ist es auch wirklich notwendig? If we could wish for three things that we need for a sustainable future on our golf courses. Also es gibt drei Dinge, die für die Pflege unserer Rasenfläche sinnvoll sind. One, you have good knowledge how nature works. Erstens, wir sollten wissen, wie die Natur funktioniert. Two, you assist nature instead of trying to control it. Wir sollen die Natur unterstützen und nicht versuchen, sie zu kontrollieren, also zu beeinflussen, zu verbiegen, sage ich jetzt mit meinen Worten. Three, you prevent the problems instead of treating the symptoms. Genau, also die Probleme verhindern, statt die Symptome bekämpfen. Also gar nicht erst dazu kommen lassen, dass es Dollarspots auf der Rasenfläche gibt, sondern alles tun, um genau das im Vorfeld zu verhindern. So, ja, soweit das Video. Ja, jetzt gibt es in diesem Handbuch zwei Dinge, die ich euch zeigen möchte. Einmal die Tabelle über die Nährstoffverteilung und zum anderen die Grafik über den Düngerplan, die Düngung übers Jahr. So nenne ich das jetzt mal. Ich will das mal öffnen. Das kann sich auch jeder runterladen, dieses Handbuch. So, das eigentlich schon Wichtigste dieses ganzen Handbuchs ist die Aussage, das kommt auch später in dem Video und das kann man eben auch in diesem Handbuch nachlesen. Das Wichtigste ist die Aussage, dass die Nährstoffverteilung bei jeder Düngergabe immer gleich sein soll und dass sie genau in dieser Verteilung ausgebracht werden soll. Also die Sturf sagt, wenn ihr einen Dünger habt, der jetzt so und so viel Stickstoff hat, habt immer abhängig vom Stickstoff, dann müsst ihr, und deswegen ist das hier in Prozent angegeben, also Stickstoff ist 100%, wenn ihr 100% Stickstoff düngt, also ich sag mal 5 Gramm Stickstoff, oder machen wir es einfach, 10 Gramm Stickstoff in einer Düngung, das sind dann die 100%, 10 Gramm. Dann müsst ihr 65% Kalium düngen. Das sind, bei 10 Gramm Stickstoff sind das 6,5 Gramm Kalium. Und ihr müsst 14% Phosphor düngen. Das sind dann 1,4 Gramm Phosphor. Also egal, welche Stickstoffmenge ihr auf eure Rasenfläche schmeißt, davon abhängig müsst ihr mit diesen Prozentzahlen entsprechend die anderen Nährstoffe auch düngen. Und zwar immer. Und das in jeder Düngung und das übers ganze Jahr. Keine Variation in den Düngern, nicht irgendwie mal mehr Kalium oder mehr Stickstoff oder sonst irgendwas, sondern immer gleich. Das wäre die perfekte, aus Sicht des Dörf, die perfekte und nachhaltige Düngung einer Sportplatz, einer Golfplatz, einer golfgrünen Rasenfläche. Das ist die Tabelle A. So, und die zweite Sache ist die Verteilung übers Jahr. Und da, das ist ein bisschen ausführlicher beschrieben, ich versuche das mal jetzt ganz kurz zusammenzufassen. Die Sturf sagt, wir müssen auf das Wachstum gucken. Wir müssen auf das Wachstum gucken und dementsprechend die Stickstoffmenge verändern. Und hier sieht man jetzt, eigentlich gilt für uns nur diese blaue Kurve, die Menge Stickstoff über das Jahr. Und das fängt hier jetzt Ende März, das passt ja auch relativ gut zu unserer Situation, Mitte März, Ende März, fängt das mit 0,3 Gramm Stickstoff pro Quadratmeter pro Woche an. Und sie sagen auch, das ist bei Sandgrün sogar sehr sinnvoll, sehr regelmäßig, sehr oft düngen. Und das geht tatsächlich nur mit Flüssigdüngung. Das kriegt man, wenn man Granulat, das kriegt man mit einer granulierten Düngung nicht hin. Also es geht wirklich nur flüssig. Jede Woche düngen und von März bis Juni die Stickstoffgaben langsam steigern, weil natürlich auch das Wachstum immer mehr zunimmt. Und schon am Mitte des Jahres, ab Juni, rampen sie dann ganz gleichmäßig bis in den November hinein den Stickstoff wieder runter. Und da also jede Woche raus, jede Woche düngen, von 0,3 bis hier 0,75
Gramm N pro Quadratmeter. Und das gilt in diesem Fall für die Grosse Chelonifera, für das Flechtstraußgras. Im Englischen heißt das Creeping Bentgras. Also das ist jetzt der Standard hier, 7,5. Und davon kann man hoch oder runter rechnen. Wenn man jetzt eine Poa supina oder Poa annua Fläche hat, liegt das, glaube ich, bei 1,2. Und wenn ich eine Festuca rupera, den Rotspingel, mit Nährstoff, mit Stickstoff versorgen will, dann muss ich mit 0,6 rechnen. Und die Agrosse Chelonifera wird hier auf 1 gesetzt. Steht auch aus diesem Handbuch drin, will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Also, genau dieser Kurve entsprechend soll gedüngt werden. Hintergrund ist auch, dass eben ab Mai, Juni natürlich auch die Nährstoffumsetzung im Boden anfängt. Dass die Mikroorganismen anfangen, die Nährstoffe im Boden zu mineralisieren und dann auch für das Gras zur Verfügung zu stellen. Und die unterstützen dann das Wachstum auch dann im Juni, Juli, August. Und deswegen genau dieser Verlauf. Und das sagt die STRF, genau so muss man es machen. Ja, lieber Rasenwichs, soweit das Video der STRF zum Thema Präzisionsdüngung. Ich habe jetzt bei weitem nicht alles erzählt, was in diesem Paper, in dieser Unterlage drin ist. Das Video geht auch nochmal sehr viel ausführlicher auf das Thema Präzisionsdüngung ein. Vielleicht so viel in der Zusammenfassung. Erstens, es kommt nicht auf die Nährstoffverteilung im Boden drauf an, sondern es kommt auf die von der STRF herausgefundene und festgelegte Nährstoffverteilung nach dieser Tabelle. Darauf kommt es an. Also die STRF sagt, ihr müsst die Nährstoffe in Abhängigkeit vom Stickstoff genau in diesem Verhältnis, in diesen prozentualen Anteilen auf eure Fläche streuen. Das ist perfekt. Und die STRF sagt eben auch, ihr müsst euch den Wachstumsverlauf der Gräser anschauen, deswegen ne, diese Kurve, und müsst daraufhin die Stickstoffgaben anpassen. Und das eben so, wie genau in dieser Kurve dargestellt. Und ihr solltet dafür sorgen, oder sehr gleichmäßig düngen und dafür sorgen, dass der Stickstoff, und tatsächlich redet die STRF vom Stickstoff im Blatt, also der Anteil des Stickstoffes im Blatt, der sollte möglichst immer konstant sein. Und da gibt es ein schönes Bild, das kann ich nochmal zeigen ganz kurz. Genau, hier sieht man eben den Einfluss von Stickstoff auf das Wachstum. Und hier wird von dem Stickstoffgehalt im Blatt gesprochen. Also man kann tatsächlich die Nährstoffverteilung im Blatt ermitteln, werde ich tatsächlich auch mal machen. So, und wenn man eben nur 2% Stickstoff im Blatt hat, dann sieht es so aus wie bei mir jetzt gerade. Und wenn man 5% Stickstoff im Blatt hat, dann sieht es halt so schön üppig grün aus. Und die STRF sagt, der ideale Stickstoffwert im Blatt liegt bei 3%. Also man sollte tatsächlich das Stickstofflevel im Blatt auf ungefähr 3% halten. Und deswegen muss man so präzise auf die Umweltbedingungen, auf die Wachstumsbedingungen achten. Und deswegen muss man so gleichmäßig wie möglich und so gut angepasst wie möglich die Nährstoffe, vor allem den Stickstoff und dann in Abhängigkeit die anderen Nährstoffe, auf die Fläche streuen, auf die Fläche sprühen. Und die STRF sagt auch, diese prozentualen Angaben vom Stickstoff, die sind schon gut bemessen. Wenn man also den Stickstoff herunterfährt, dann hat man mit den anderen Nährstoffen noch lange keine Unterversorgung. Deswegen ist es auch tatsächlich nicht notwendig, im Herbst das Kalium anzuheben oder im Sommer das Kalium anzuheben. Das passt mit dieser Verteilung optimal. Präzisionsdüngung, das ist das, was die STRF empfiehlt. Und das ist halt eben doch deutlich anders als das, was die Deutsche Rasengesellschaft, als das, was in meinem Greenkeeper-Lehrgang dort von den Dozenten erzählt wurde. Nämlich hier diese klassische 1 zu 0,3 zu 0,8 zu 0,2, also 100% Stickstoff, um es mal gleichzusetzen mit der STRF, heißt 30% Phosphor, 80% Kalium, 20% Magnesium. Und mehr Vorgaben gibt es ja gar nicht. Und die STRF geht eben Präzisionsdüngung noch viel weiter. Sie sagt eben zu allen wichtigen Nährstoffen,
wie hoch der prozentuale Anteil in Abhängigkeit vom Stickstoff sein soll. Ja, das soweit die Aussagen in diesem Video und in diesem Dokument. Ich habe mir dieses Dokument sogar übersetzen lassen. Das kann man natürlich einmal über Google machen, was aber ein bisschen besser, ein bisschen sauberer ist von der Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche, ist DeepL. Ich weiß nicht, ob ihr DeepL kennt, ist eine Übersetzungs-Homepage, Übersetzungssoftware. Die machen das schon sehr gut und man kann tatsächlich bei DeepL, auch ohne sich da anzumelden, auch ohne Geld zu bezahlen, kann man bei DeepL ein ganzes Dokument, ein ganzes PDF-Dokument reinschmeißen in den Übersetzer und dann dauert das tatsächlich eine kleine Zeit. Und dann gibt er ein übersetztes Dokument wieder aus. Und das habe ich tatsächlich auch gemacht, um das Englische eben auch gut zu verstehen, habe ich es mir halt übersetzen lassen und dann nochmal teilweise ein bisschen abgeglichen. Also das könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr das Englisch nicht so gut beherrscht oder so wenig gut beherrscht wie ich, ist das doch eine ganz gute Hilfe. Okay, das war jetzt der erste Teil und der zweite folgt zugleich. Nein, also ich mache jetzt an dieser Stelle Schluss, denn ich denke, das ist doch jetzt ein bisschen viel für ein Video. Jetzt noch über den ganzen Düngerplan, über die Jahresplanung zu sprechen. Und ich werde dann im zweiten Video ausführlich über so einen Düngerplan reden, wie man so einen Düngerplan entwickelt. Werde auch die Unterschiede zeigen zwischen der Vorgabe der Deutschen Rasengesellschaft aus dem Greenkeeper-Lehrgang, den ich mitgemacht habe, zur STRF, zu der Vorgabe. Das habe ich alles grafisch so ein bisschen dargestellt. Und ich werde auch zeigen, welche Dünger oder wie gut ein Dünger von einer beliebigen Firma zu tatsächlich diesen Empfehlungen passt. Das also alles im zweiten Video. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Macht's gut und tschüss. So, ich gehe jetzt.